Das Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video kümmern wir uns mal um die Tischkreissäge, denn die bereitet mir im Moment so ein paar Nerven. Diese Tischkreissäge hier habt ihr ja schon in fast allen Videos von mir gesehen. Das ist eine Rapid PK 100 und ich liebe sie einfach, weil sie eine sehr, sehr gute Maschine einfach ist. Aber eine Sache, die ist einfach bei der Maschine nicht so gut und das ist die Absaugung. Die derzeitige Absaugsituation sieht in etwa so aus, dass wir hier unten einen großen 125er Schlauch haben, der dann die ganzen Späne dort unten absaugt. Hinten ist die Klappe, dort kann man hinten mal ins Gehäuse schauen. Und das unterscheidet sich wahrscheinlich so zu den Standardsägen, wie zum Beispiel der Bosch GDSC 10X zu dieser Bosch Tischkreissäge. Zu diesem Gaffertape werde ich gleich noch was sagen. Aber so sieht das Innenleben dieser Tischkreissäge aus. Hier unten haben wir einfach einen großen Raum. Hier fallen dann die Späne, die sowieso nach unten reinfallen, hier unten in den Schlot und können dann hier abgesaugt werden. Hier sehen wir übrigens so, by the way, den selbstgebauten Spaltkeil. Und hier seht ihr, die Schraube ist einfach ein Klemmenhebel. Bin ich immer noch mega stolz drauf. Der Spaltkeil funktioniert super und ich habe so viel Hate dafür bekommen. Das nur mal so an der Stelle. Ich benutze den seit 4 Jahren mittlerweile ohne irgendwelche Probleme. Hier seht ihr den starken BBC-Motor. Und hier ist der Luftansaugpunkt für den Motor. Normalerweise steht dieses Ding hier unten komplett voll mit Sägespänen, aber ich habe erst vor kurzem sauber gemacht. Eine Sache, die sehr, sehr schlecht ist, das ist hier dieser Abweiser. Der weist die Späne nämlich nicht so richtig ab. Das hier ist das Teil, wenn ich was schneide, schlägt er die Späne nach unten, aber die fliegen in der Regel nach außen vorbei. Und dann hier vorne kommt dann alles raus und ihr seht schon, wie viel Zeug hier ist. Und wenn ich dann hier was schneide, dann ist hier eigentlich nach ein paar größeren Schnitten der ganze Boden direkt voll. Immer irgendwie. Also das Absaugsystem wäre eigentlich nicht so schlecht, wenn das Ding rundenrum dicht wäre. Dann würde ja logischerweise die Luft komplett von oben durchgesaugt werden. Aber das ist nicht so der Fall, denn die ist eigentlich komplett offen überall. Hier haben wir als erstes mal einen riesen Spalt. Hier unten haben wir einen Spalt. Und hier haben wir aber eher das größere Problem. Die komplette Tischplatte hier kann man abnehmen und hier das Gehäuse geht aber nur bis zu den Montagepunkten und ist dann an den Rändern komplett offen und ich habe damals das Ding mit Isoband, wie heißt nochmal, mit Gaffertape zugemacht. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber das fällt mittlerweile ab und ihr seht, wie viel Material sich oben im Gehäuse hier überall abgesetzt hat. Mit dem Gaffertape hat eigentlich nur links gut funktioniert, hier rechts nicht so wirklich gut. Gut, dass es so viel ist, hätte ich jetzt doch nicht gedacht. Alter Falter, das gibt's doch nicht. Ich schmeiß einfach mal einen Schnitt und dann müsste man eigentlich auf der Kamera schon erkennen, dass die Späne überall fliegen, aber nicht unten in den Absaugpunkt. Da wollte man einmal kurz demonstrieren und ein bisschen schneller den Vorschub gestalten und dann bin ich vorne ins Sägeblatt reingekommen und naja, zeigt wieder, dass so ein Stück Holz dann sich ganz schnell bewegen kann. Diese Demonstration soll auch schon reichen. Jetzt kümmern wir uns mal um die Problemlösung und die sollte eigentlich auch für eure Maschinen dann auch ganz gut sein, je nachdem, wie sie halt eben aufgebaut ist. Ein Wort habe ich eben noch nicht verloren und das ist hier die Spanhaube. Die benutze ich derzeit nicht so oft, weil die Absaugung grundsätzlich schlecht ist und der reine obere Teil hat dann auch nicht so viel gebracht, weil unten dann so viele freie Flächen waren. Wenn ich aber viele Platten zuschneide oder gerade MDF, dann bringt das Teil schon ziemlich viel. Und ja, derzeit benutze ich es aber nicht so oft, weil hier unten die Absaugung halt auch nicht so gut ist. Mach mal das Teil erstmal schön sauber, ne? Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr holen würdet, um diese Lücken zu verschließen. Viele haben mir echt geschrieben, hol doch Bauschaum. Ist berechtigt, Bauschaum passt sich den Lücken an und macht das dann auch durchaus dicht. Aber ich weiß nicht, ich kann nicht in so eine coole Maschine irgendwo in die Ritzen Bauschaum reinhauen, das finde ich ein bisschen motivationslos. Es haben noch manche geschrieben, ich soll Moosgummi holen, es gibt solches Compri-Band, dann könnte ich den Tisch hochheben, das draufkleben und den Tisch wieder drauf machen. Aber das ist mir alles ein bisschen zu umständlich und aus dem Grund habe ich mir überlegt, komm, ich hole mir mal so eine alte Matratze. Und die ist relativ stark für die Öffnungen, die sind so circa 2 cm dick. Und wenn man das Ganze hier dort reinpresst und man das überall macht, dann wird es definitiv schon mal besser sein wie vorher, wo es halt komplett offen ist. Ich schneide mir jetzt hier einfach relativ starke Streifen und die drücke ich dann
einfach in die Lücken rein. Ja, davon holen wir uns jetzt einfach mal so ein Teil. Und versuchen das so gut wie möglich in die ganze Öffnung zu drücken. Das ist, glaube ich, nicht immer so scheiße. Mir ist gerade so ein kleiner Test eingefallen, wie man das eventuell ein wenig testen könnte. Und ich nehme einfach die vorhandene Saugleistung, die jetzt im Moment da ist. Ich habe vorne die Seite bis jetzt erst abgedeckt, beziehungsweise abgedichtet. Wir werden jetzt einfach mal schauen, wann das in etwa anfängt reingesaugt zu werden. Und ihr seht, es wird halt gar nicht eingesaugt. Also wirklich gar nicht. Nein, es ist echt keine Saugung da. Ich werde dann jetzt erstmal alles abdichten, dann machen wir diesen kleinen Test hier einfach gleich wieder. Ich zeige euch jetzt mal die abgedichteten Stellen. Hier seht ihr es ganz gut, da habe ich die ganze Lücke vollgestopft und das ist auch relativ gepresst. Hier habe ich aber auch allerdings wieder Isoband bzw. Gafferband geholt, weil hier die Stellen einfach schön plan in einer Fuge waren. Hier aber die andere Stelle, da habe ich dann wieder die Matratze benutzt und da hat es auch wieder sehr gut funktioniert. Hier ist die Zuluft für den Motor, da ist natürlich nichts drauf gekommen. Ja, diesmal wieder mit Ton. Meine Kamera hat mir mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn ein paar Clips hat sie leider nicht aufgeholt. Jetzt habt ihr leider kein Kreischsägengeräusch im Hintergrund. Auf jeden Fall hat das hier echt sehr, sehr gut funktioniert und ich bin gespannt, wie das in Zukunft bei den aktuellen Projekten aussehen wird. Das holt immer so ein bisschen den ganzen Schwung aus der Sache raus, wenn das Mikrofon nicht funktioniert. Das ist echt kacke. Ich hoffe, euch hat das Video aber trotzdem so ein bisschen was gebracht. Und wenn ich euch nur darauf gebracht habe, dass ihr eure Tischkreissäge vielleicht mal abdichten könnt oder auch eine andere Maschine, dass die Absaugung einfach grundsätzlich besser ist. Denn gerade bei den alten Maschinen ist das echt ein Riesenproblem. Da hat man die Absaugung irgendwie unten dran gemacht, aber die Absaugung kommt eigentlich fast gar nicht zu den Spänen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas mal gemacht habt oder mit was ihr eure Tischkreissäge abgedichtet habt. Würde mich nämlich sehr interessieren, denn die letzte Zeit war es bei mir halt echt derbe, wie schlecht die Absaugung war. Aber jetzt ist das wieder schön. Jetzt kann ich die Maschine wieder gut benutzen. Das ist schon wieder so wie dir. So. Genau so ins... Das soll es für das Video für heute gewesen sein. Tschüss.